das sicherlich auch sehr viele der 23.000 Zuschauer mit Spannung verfolgten und ein weiter 18-jähriger Uwe Kampf im Tor der Borussia. Diese Szene nach etwa 4 Minuten. Es regnete in Strömen und Borussia Mönchengladbach ging es eigentlich sehr geschickt in München an. Man konnte die gute Raumaufteilung der Mannschaft bewundern. Direkt wurde gedeckt Rummenigge von Dresen und Dieter Hoeneß von Frank Schäffer, auch Kalle Delhaye von Mohren und die erste gelbe Karte nach diesem bösen Foul, muss ich sagen, für Flügler. Es gab insgesamt 6 gelbe Karten. Kalle Delhaye zum ersten Mal dabei gegen seine früheren Kollegen auf Gladbacher Seite. 3 Jahre brauchte er, um sich in München durchzusetzen und erneut Uwe Kanz. Die Gladbacher mit 2 Spitzen, Reich und Frank Mill. Und diese große Möglichkeit für Karl-Heinz Rummenigge nach etwa 30 Minuten. Glück für Hans-Georg Dresen, der im Liegen den Ball noch wegspitzelte. Auf der linken Seite die Bayern mit 2 Akteuren im Mittelfeld, nämlich Dremler und Flügler. Und Delhaye hier, geschickt von Rummenigge. Delhaye war besonders motiviert in dieser Begegnung. 2 Möglichkeiten des Tabellen-14. in der ersten Hälfte. Zunächst bei diesem Heber von Winfried Schäfer. Und dann, als man allzu sorglos war in der Bayernabwehr und der Ball sehr direkt lief bei den Rheinländern, diese Möglichkeit nach Flanke von Sigi Reich. Frank Mill im Tor der Bayern. Manni Müller auf der Bank, saß bereits wieder Jean-Marie Pfaff. Dann ein katastrophaler Fehler von Winni Schäfer, dem die Kamera leider nicht festhielt. Rummenigge gegen Schäfer, den 32-Jährigen. Die schnelle Drehung, Flügler verpasst und Delhaye das 1:0. Sein 3. Tor in dieser Saison und er freut sich, der kleine Wirbelwind mit ihm. Der Vereinsarzt der Bayern, der Müller Wohlfahrt. Und es war wohl keiner im Stadion, der das Tor dem kleinen Kalle Delhaye nicht gegönnt hätte. Er, der den Durchbruch endlich geschafft hat. Aber man braucht anscheinend bei Bayern als Neuverpflichtung einige Jahre, um sich durchsetzen zu können. Selbst wenn es nur darum geht, zu erkennen, dass man auch in der Abwehr spielen müsste. Dremler mit dieser Möglichkeit noch vor der Pause. Es blieb beim 1:0. Nach dem Seitenwechsel ließ Trainer Jupp Heynckes Hans-Georg Dresen in der Kabine, brachte Rahn und Lothar Matthäus übernahm die Bewachung von Karl-Heinz Rummenigge. Wie er das tat, das sehen wir in der folgenden Szene. Kraus, und jetzt greifen 3 Spieler den Ex-Frankfurter an, Rummenigge alleine. Er bedankt sich mit dem 18. Saisontreffer für ihn in der 53. Minute das 2:0. Kaum Reaktionen auf der Bayernbank mit den verletzten Breitner, Augenthaler, Dürnberger, Matti, Güttler. Es saßen nur noch Nachtwey, Michael Rummenigge und Jean-Marie Pfaff auf der Bank. Der schöne Pass von Kraus, Matthäus weit weg von seinem Kollegen aus der Nationalmannschaft und das 2:0. Nun glaubte man, dass alles bereits entschieden sei im Olympiastadion. Grobe, der wie Delhaye bei einem Freundschaftsspiel in Schweinfurt leicht angeschlagen war, aber er musste spielen. Udo Horstmann, Wolfgang Dremler allzu sorglos, die Abwehr um Libero Hannes, die Möglichkeiten für die Bayern häuften sich. Dann eine wichtige Szene. Delhaye wechselte das Schuhwerk. Und normal ist es, dass man den neuen Schuh, die Stollen, zunächst beim Linienrichter begutachten lässt. Das hätte der Herr Hellwig auf der Haupttribünenseite auch gerne gehabt. Aber Kalle Delhaye meldete sich nicht ordnungsgemäß an. Wurde jetzt vom Schiedsrichter ermahnt, zum Linienrichter zu gehen. Das steht nun mal im Regelwerk des DFB, aber Delhaye dachte nicht daran. Der Linienrichter pochte auch auf sein Recht. Er hat ja auch eine Aufgabe, wenn auch nicht viel zu sagen, aber das muss er vornehmen. Die Bayern hier sehr erbost, dass es um solche Kleinigkeiten geht. Aber wenn sie das Regelwerk kennen würden, dann hätten sie hier nicht
moniert, was zu Recht dann geschah, als Del Haye nicht kam. Er bekam die gelbe Karte, die vierte, und muss damit im nächsten Spiel in Stuttgart zusehen beim Spitzenspiel. Rummenigge regt sich hier auf, das sollte er bleiben lassen, wenn es auch kleinlich ist vom Linienrichter, aber es steht in den Regeln. Ein Freistoß für die Gladbacher, Bruns, und eine gute Möglichkeit in der zweiten Hälfte, hier vereitelt von Wolfgang Grobe. Insgesamt 6 gelbe Karten für Mill, Mohren, Reich, Flügler, Del Haye und Beierlorzer, wobei nur die Karte für Mill und Beierlorzer vielleicht etwas umstritten war. Und dann dieses Foul von Mohren und auch vollkommen zu Recht nach dieser unfairen Attacke an Del Haye die gelbe Karte. Dieses Spiel wird sicherlich wegen der Schiedsrichterleistung noch einige Diskussionen nach sich ziehen. Vor allen Dingen auch bei dieser Szene. Wir werden sie in der Zeitlupe noch einmal sehen. Der Schiedsrichter gibt Frank Mill nach dem Foul an Bernd Martin die rote Karte. Wieder Aufregung, vielleicht etwas viel Theatralik in den Gesten von Schiedsrichter Klajus aus Karlsruhe. Hannes, der Kapitän, muss gebremst werden von Matthäus und von Bruns. Aufregung, Martin war gefoult worden, es tat sicherlich weh. Und wir werden sehen, dass zunächst geklammert wurde und dann mit dem Knie und dem Oberschenkel ein kräftiger Spitz gegen den ehemaligen Stuttgarter. Und nachdem er nach der gelben Karte bereits ermahnt noch einmal wurde, ist die rote Karte meiner Ansicht nach gerechtfertigt, auch wenn sich Uli Hoeneß hier aufregt, auch wegen der gelben Karte für Del Haye. Das Spiel beruhigte sich nicht mehr. Man war erbost auf den Schiedsrichter, wie ich meine, zum größten Teil zu Unrecht. Die Möglichkeit hier von Bremler. Uwe Kamps hielt sich recht wacker im Tor der Gladbacher. Und auch der Nachschuss hier von Bremler. Mit einer Hand fischt er ihn heraus. Nun vielleicht nicht ganz sicher, aber er ist ein Talent. Und wenn man so ins Wasser geschmissen wird und so bravourös hält, dann ist das auch ein Lob wert. Von Rahn sah man in der zweiten Hälfte sehr wenig im Mittelfeld. Bruns agierte gut. Dann hier Mohren noch einmal mit einer Möglichkeit für die Gladbacher, 2:0 weiterhin der Spielstand. Trainer Heinkes wechselte schließlich noch aus, brachte Brandt für Winfried Schäfer, der am Ende seiner Kräfte zu sein schien. Dann erkämpfte sich Del Haye den Ball und Hannes bedachte einen Moment die Unfairness. Er ließ sie dann und Kraus nutzte dies zum 3:0. Del Haye bereitete dieses Tor vor, indem er nachsetzte. Alles dachte vielleicht, dass Kraus hier Rummenigge einsetzen würde. Das 3:0 in der 90. Minute schien der Schlusspunkt in dieser Begegnung zu sein. Denkwürdige Begegnung, das mögen Sie selber entscheiden, liebe Zuschauer. Der Schiedsrichter ließ eine Minute nachspielen. So kam auch Gladbach zu dem Ehrentreffer. Grobe legte ihn vor und Hans-Günter Bruns vollendete in der 91. Minute zum 3:1. Sicherlich wird es noch Diskussionen wegen der Leistung des Schiedsrichters geben. Ich meine aber, dass man, wenn man sich schon auf das Spielfeld begibt, sich auch...